Eicher lebt. Die Faszination um die blauen Traktoren ist nach wie vor groß, obwohl die Schlepper seit knapp 20 Jahren nicht mehr produziert werden. Worin besteht diese Leidenschaft? Was ist der Grund, dass 80 Jahre nachdem der erste Eicher hergestellt wurde, hunderte Eicher-Fans mit ihren Schleppern zusammenkommen und ihre Lieblinge stolz präsentieren? Beim Namen Eicher bekommen viele sofort dieses begeisterte Funkeln in den Augen. Das Eicher-Virus grassiert nach wie vor. Wir besuchen Landwirte und Lohnunternehmer, die in ihrer täglichen Arbeit immer noch den Kultschleppern vertrauen. Wir besuchen eine Werkstatt, die sich auf Eicher spezialisiert hat, und blicken ins Innere der Traktoren. Doch wie geht das überhaupt, wo doch die Firma Eicher vor Jahrzehnten insolvent gegangen ist? Wie kommt die Werkstatt an Ersatzteile? Eicher hat eine bewegte Geschichte, mit vielen Höhepunkten, aber auch schweren Zeiten. Eines haben alle Eicher-Fans, die wir besucht haben, gemeinsam. Sie wissen, Eicher lebt. Die Leidenschaft ist ungebrochen.